Weiden in der Oberpfalz, das muss man so sagen, sonst findet es das Navi nicht, wo wir heute unseren Teil zu Propaganda beitragen. Es wird ein schönes Konzert mit sehr vielen Bands und ja, wir freuen uns drauf. Und jetzt geht's los. Ne, geil, oder? Jetzt geht's los. Wow, nein! Wir machen heute noch den Contest, wer hat die dreckigste Lache. In der Oberpfalz. Ja, wir sind jetzt hier in Weiden. Das Jugendzentrum könnt ihr euch nochmal anschauen. Fürs Archiv. So sah es mal aus. Propaganda. Gehen wir mal rein und schauen uns mal von innen an. Weiden. Markus! Ich gehe auf euch einmal. Servus, nein. Ich bin schön groß. Schön groß. Servus. Alles gut hier. Weiter. Wir haben es gerade gespielt und da ist geil, wie Sau, haben die Bühne zersicht. Ich brauche morgen einen Rollstuhl, weil meine Meniski zerschmetscht habe. Und jetzt sind wir so nass, dass wir uns alle nackt ausgezogen haben und unsere Sachen auf die Heizung hängen.
dass wir nicht krank werden. Was? Nein, das können wir nicht machen. Also, wir haben ja auch minderjährige Zuschauer. Ja, ich bin zum Beispiel das Anziehen, warte mal. Oh, mein Boxershirt sind jetzt Sachen aus. Warte mal, was ist denn mein Boxershirt? Naja, das brauchst du, das hab ich beschlossen. Boah, ich glaube, ich werd Skateboard-Filmer. Na, ich werd BMX. Das ist wieder David. Oh, schon mal der Kleine.